Servus Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Warhammer Total War im Coop, natürlich auch mit Maximus Imperaticus. Hallo. Ja, ich habe wieder einen Anhänger, einen Chormeister für mein Barundin Steinherz erhalten. Sehr schön, begeistert mich jetzt mittelmäßig. Ich hoffe eher hier, dass ich mal die Orks endlich aus meinem Land vertreiben kann. Endgültig. Das wäre ja was. Das wäre wirklich was, ja. Ich bin weit vorangekommen, so. Hier sehe ich, kann ich noch einen leveln. Das soll man natürlich nicht auslassen. Ja, wird hier starrsinnig. So. Kurzer Prozess. Ein Düsterberg kann ich bauen. Da kriegen sie ein bisschen öffentliche Ordnung. Da sind sie nämlich ganz mies drauf. Dann sollte auch das klar gehen. Ich habe mittlerweile wieder dieses komische Hut-Flimmern, was ich auch schon in der ersten Session hatte, die wir gemacht haben. In der Aufnahme her zum Glück zwar nicht zu sehen ist, aber das hatte ich beim zweiten Mal nicht. Jetzt irgendwie wieder. So richtig stört ist es nicht, aber ein bisschen komisch. Ich glaube, ich sehe so einen feindlichen Agenten der Grünen heute. Bin mal gespannt, was der macht. Den lassen sie auf meinen König los. Kann ich dem irgendwas tun? Bisher nicht. Wahrscheinlich auch mit einem Agenten. Gucken wir mal, ob ich einen Held rekrutieren kann. Nö. Auch nicht. Nö. Ich brauche dafür noch gewisse Gebäude. Was bräuchte ich denn dafür? Eine Technikus-Werkstatt. Ja gut, die werde ich noch lange nicht haben. Also da müssen wir uns keine Illusionen machen. Das würde erstmal so nicht laufen. So, hier hinten gibt es jetzt aber, glaube ich, eine Belagerungswaffenbank. Was wollen wir hier noch? Das klingt geil. Belagerungswaffenbank klingt erstmal gut. Werden wir erstmal bauen. Ja, dann ist das Geld auch schon durch. Das hat man gerne. Und dann kannst du auch spielen. Sehr schön, wechselhafte Winde der Magie. Diesmal treffen sie mich leider nicht so sehr, wie ihr also, seht. Also bei mir ist, glaube ich, alles stürmisch. Das heißt plus 50, was schon ordentlich ist. Also bei mir ist 0, minus 20 und plus 20. Das ist sehr uncool. Ich habe überall plus 50. Das sind aber trotzdem stehen. Okay, dann würde ich nämlich, glaube ich, schon mal meine Truppen hier wieder nach Helmgard nach hinten verlegen, denn der bist Tonne, obwohl ich mit dem irgendwie jetzt gut bin. Ja, toll, ich bin mit dem noch verfeindet wegen dir und du bist schon wieder gut mit ihm. Alter, der hat mir Frieden und Geld geboten, als ob der dir jetzt irgendwie Stress machen wird. Der ist hier irgendwo ganz im Norden. Ich habe mich aber darauf verlassen, dass du ihn vernichten schlägst. Ich habe ihn nicht angegriffen, Mann. Was heißt denn da vernichten schlagen? Es ging darum, dass ich nicht draufgehe. Okay. Ich sehe schon, ihr Menschen hegt kein Groll. Nee, bei mir gibt's kein Grollbuch. Wir sind eher Opportunisten. Bei mir geht es schon klar. So, dann. Schwere Sache. Ich glaube, ich versuche erstmal ein bisschen mein Geld auch zu sparen. Ich will nämlich für 3200 oder was ist in Altdorf, meine Hauptstadt, ein Stufe 3 Hauptgebäude bauen. Das kostet so viel. Das kostet einiges, ja. Darüber muss ich mir nicht mal Gedanken machen. Ich habe noch hier genug auf Stufe 2 zu bringen. Ja, gut, das habe ich auch so. Zum Teil auch. Die Marienburg wurde vernichtet. Was haben wir da? Migration. Eine große Migration erreicht unsere Grenze und die Flüchtlinge flehen um Schutz vor großen Bedrohungen. Erlauben wir ihnen den Zutritt in unsere Lande oder weisen wir sie ab? Also, die nehmen wir auf. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Das wüsste man natürlich gerne, aber es bringt mir ein Wachstum von plus 15. Das kann ich jetzt echt gut gebrauchen. Weniger Rekrutierungskosten. Und nichts unternehmen bringt mir gar keinen Bonus und außerdem sind wir doch, wir bieten ihnen doch Schutz, wenn sie uns anflehen, ja. Das ist ja eine Frage der Ehre auch irgendwie. So, ich kann wieder meine Technik erforschen. Gehen wir da weiter auf Militär oder vielleicht mal wieder ins Zivile hinein. Was haben wir denn hier Schönes? Ein bisschen Richtung Kohle machen wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Werkzeugmarkt, ja, das ist sowas, was sollten wir machen. Erstmal hier. Nein, da unten. Darfst mir ruhig ein Werkzeug verkaufen? Gilde der Werkzeugmacher, gut. Dann machen wir die. So, jetzt kann ich hier noch ein bisschen was bauen. Hier unten gibt es auch noch ein bisschen Wachstum, glaube ich, in der Ecke. Ein bisschen Wachstum. Stufe 3 könnte ich mir sogar auch schon leisten. Also ich könnte es bauen, so von der Forschung her, aber ich kann es mir nicht leisten. Plus 1 sind sie hier noch drauf. Minus 4, ganz eklig. So, ihr kriegt ein bisschen Verstärkung. Aber erstmal, wie weit könnt ihr euch bewegen? Ja, treib's nicht hier, nachher kriegst du wieder aufs Restbrett.
Ich hole mir noch meine letzte Provinz, die mir vor Runden von Orks genommen wurde, wieder zurück. Das muss schon noch sein. Ja, gut, das muss schon sein. Das versteht sich ja von selbst irgendwie. So, schön aufgestockt. Du gehst zurück nach Zufbar und ihr werdet weiterziehen. Alles klärchen. Kannst du auch schon einen Drücker? Nice. Fraktion vernichtet Marienburg, das ist ja nicht so geil. Ja, hatte ich auch, ne? Die Belegung der Akademien, hattest du sowas? Die Magier? Nee, das ist schon. Ich glaube, das ist was so auch Menschliches. Ich habe eine Lichtmagier gekriegt. Okay. Die Magierakademien sind sich selten einig, doch ausnahmsweise haben sie Einvernehmen gefunden und werden euch unterstützen. Ein Kampfzauberer wird zur Unterstützung eurer Streitkräfte entsandt. Neues. Neues. Wo haben wir ihn denn? Das ist der Felix Zeck. S-Z-E-C-K ist sein Nachname. Kann ich jetzt mit dem machen? Den bringe ich natürlich zu meiner Armee. Affirmative. Was könnte der denn hier unterstützen? Heldenaktion. Fügt einem Help. Er tritt bei. Was macht das? Positives Ergebnis 100%. Ja, okay, dann kriegt er den einfach mal. Achso, jetzt habe ich den einfach nur praktisch als Einheit mit dazu. Das scheint zu sein. Cool. Ja, warum nicht? Okay, dann bauen wir. Ja, aber was dafür was kostet, ist die Stufe 3 Hauptgebäude. Altdorf, Ortschaft, Ding Ding. Oh. 400, dann habe ich's. Oder warte, ich kann's noch nicht bauen. Nein, ich muss nämlich einen Stall bauen. Jetzt kriege ich da wieder einen Dunghaufen am Ende hin, wenn ich einen leeren Bauplatz behalte. Kostet mich 2200. Ich bin wieder davon entfernt, das Ding zu kriegen. Ja, immer einen Schritt vor und zwei zurück. Ja, eigentlich ist es trotzdem Schritt vor. Er läuft. Na gut, dann spielen wir mal ab. So viel kann ich momentan ja echt nicht machen. So, was haben wir jetzt zu den Waffen? Euer Verbündeter erklärt den Krieg. Angreifer Barakwar, Verteidiger der die Grenzgrafen. Was sind denn die Grenzgrafen? Die Grenzgrafen. Wer ist denn das? Der ist recht groß scheinbar. Aber ich will das. Oh, jetzt wurde irgendwas. Ist irgendwas passiert. Jetzt ist es weg. Muss ich wohl entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich beigetreten bin. Oder nicht. Okay. Ja, ich sag doch, du musst da relativ schnell drauf reagieren. Okay. Einer bietet mir nicht Angriffsvertrag an und 200. Ich versuche doch ein bisschen was rauszuholen. Okay, noch was. Zahlungen einfordern. Er hat 300 gesagt. Was hatte ich gerade gesagt? 300? Ja, 500 kann man nehmen. Ich gehe auf 400. Ich will es nicht übertreiben, nachher macht das gar nicht und dann ist Arsch. Ja, jetzt angenommen. Ich muss auch gleich mal ein bisschen auf Handelsabkommen checken und so. Es bringt es einfach mal so viel Geld. So, ich habe eine Rebellion in Rippengrat und dafür auch gleich einen Groll erteilt bekommen. Schlag den Aufstand in folgender Siedlung nieder in Düsterberg. Gibt's 500, wechselhafte Winde auch. Sie mögen uns nicht, deshalb hassen wir sie. Halbvolle Armee immerhin. Ah ja, gut. Wir greifen erstmal nicht unsere Provinz zurück an, sondern gehen nach oben. Ach man, das ist doch... Oder ich könnte mir eine neue Armee hier leisten. Neue Armee? Ah, das kostet so viel. Stehe ich wieder still. Nee, ich bewege mich da oben hin. Gucken, ob er so oder mit Marschieren weiterkommt. Marschieren wir da noch weiter. Ja, aber dann kann er so hart angegriffen werden und so ein Scheiß, ne? Ich setze ihn vorher auch um. So, du marschierst mir da hin. Hier gibt es noch ein bisschen Leveling. Kriegen erstmal hier Marschieren rein. So, baue ich jetzt hier auch noch was aus. Kromgipfel könnte ich noch ausbauen. Düsterberg nimmt da mir wahrscheinlich gleich der Unhold. Nee, wird erstmal lieber hier unten ausgebaut weiter. Stufe 3 hätte ich gerne mal irgendwo. Kann ich mir aber nirgends wirklich leisten. Ich kann es mir tatsächlich sogar schon gleich leisten. Das finde ich ganz geil. Ja, gleich wieder was abreißen dafür. Schrein des Sigma. Okay. So, ich kann jetzt die Grollschleuder noch ausbilden. Den Katapult. Mir es nur nicht leisten. Okay. Dann wollen wir mal unser Geld und das Volk bringen. Boah, ich meine. Zählen Zwerge auch als Volk? Zählen Zwerge auch als Volk? Ich glaube nicht. So. Und ich glaube, damit war es das aber auch schon wieder so ziemlich. Ich guck mal in meine Ämter hinein, da kann ich auch nicht so viel machen.
Schauen wir mal in die Diplomatie. Vielleicht ist ja irgendeiner mir mittlerweile ein bisschen wohler gesonnen. Nordland, wo steht's mit euch? Dann gibt ja die Hoffnung nicht auf, make your offer. But I make no. Man kann ja mal gucken, ne? Ich meine, so Handelsabkommen... Oh, ich hab verpeilt, Handelsabkommen zu machen. Die bringst du teilweise echt ganz ordentlich. Oder ja, das hatte ich auch gerne erwähnt. Ich mache jetzt schon mit Handel 343 und ich habe gerade mal zwei Handelspartner. Das interessiert mich auch, da komme ich auch mal gleich. Ja, ich habe ein Handelsabkommen mehr. Geil. Jetzt gucken wir, ob die handeln wollen. Moderat? Abgelehnt. Das ist ja nicht so schön. Vielleicht noch einer? Wie steht's mit Kislev? Let us toast Urson to your arrival. Do not. Nee, wir wollen nicht mit Merneln. Ah, Grenzgrafen. Ah, da haben wir sie. Mit dem bist du im Beef? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Achso. Ich bin mir sogar recht sicher nicht. Das hat irgendwie nichts gemacht, ne? Ich habe nicht zugesagt, nicht abgesagt. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Vielleicht gilt das dann einfach wie abbrechen, so nach dem Motto. Aber eigentlich muss er sich entscheiden. Entweder Bündnis brechen. Ich schätze mal, mein Bündnis mit denen ist weg. Na gut, dann bin ich, glaube ich, erstmal soweit durch. Viel mehr konnte ich ja nicht machen. Achso, ich wollte ja mal schauen. Das müsste ich, glaube ich, immer noch schauen können. Das müsstest du immer noch einsehen können. Okay. Oh, warte, die Barakwar wollen mir reden. Barakwar? Ja, Mann, die Barakwar. Nicht Angriffspakt wollen sie. Ja, kriegen sie. Ja, mit denen werde ich auch wieder handeln. Hoffentlich. Mit mir wollen die Karaknoren reden. Die wollen militärischen Zugang, geben mir 1000 dafür. Nimm 1300. Ich gehe auf jeden Fall auch ein bisschen höher. Psst. Kommt bis hier, muss sein. Zahlung, einfordern, 1300. Haben sie abgelehnt. Naja. Vielleicht kommen sie nächste Runde nochmal wieder mit einem besseren Angebot. Das weiß man immer nicht. 1000 Tacken, die hätte ich so gern gehabt. So, mir werden immer Laura irgendwo auf der Welt angezeigt, in Tunnelnetzwerken. Das interessiert mich eigentlich gar nicht so. Hier oben wurde bei mir geplündert. 103 ziehen sie die Runde ab und sie wachsen. Orks. Ja, toll. In die Provinz stecke ich erstmal lieber kein Geld. Nehmen wir mal meine Heimatprovinz, da wird noch ein bisschen gebaut. Zwar mehr Kohlen. Ja, ich marschiere jetzt ja zu ihnen. Also, das geht ja so nicht. Machet. Ich habe 11 Mann gegen derzeit 14. Mal gucken. Ja, mal gucken. Ist jetzt nicht so ein positives Ergebnis, aber... Das kann auch werden. So, hier sind sie auch nicht richtig gut drauf. Naja, es ist immer noch so ein bisschen wackelig alles. Ja, das ist bei mir aber auch. Also, sobald ich jetzt von irgendeinem angegriffen werden sollte, dann... Ja. So, meine Runde. Diplomatie? Ich hab schon wieder vergessen, die Diplomatie zu machen. Geil. Tja. Ich will eigentlich kein Beef anfangen momentan. Ja, dann bau Armee ab und bau auf, ne? Ja, das mache ich jetzt zum Teil schon. Ich meine, du hast halt eine recht offene Landschaft eigentlich, ne? Breite Grenzen. Ich weiß, das ist auch so ein bisschen mein Problem. Und wenn hier mal wieder so eine Ork-Armee aufschlägt, will ich schon ganz gerne eine Armee haben. Ich baue nicht mehr als die eine, aber ich glaube, die behalte ich im Kern. Na, wenn du die vielleicht im Zentrum einfach lagerst irgendwo, ne? Dass du immer überall hin kannst. Ja, genau, so ungefähr habe ich es auch vor. Also ich schicke die mal dahin, wo die gerade am meisten gebraucht werden. Ansonsten, ja. Kann ich eigentlich nicht viel machen. Jupp. Dann spielen wir wieder ab. Ach, die 1000. Die 1000 mehr wären schon geil gewesen. Ja. Oh, was, will Nordland irgendwas oder machen die gerade noch viel? Nee, nicht Angriffspakt geben sie mir für 300. Ja, du kannst handeln! Mach ich auch. Das mache ich auch. Man darf da nur nicht aufgeben, Mann. Aber ich übertreib's diesmal nicht. Ich gehe auf 400 hoch. Das ist schon so eine Strategie. Angenommen. Vielleicht hätten sie die auf 500 gegeben. Ja, aber Mann, ich kann es auch nicht übertreiben. Ich habe die letzte Runde selber gefragt und da haben sie übrigens Nein gesagt. Die Bastonen wollen mit mir reden. Na los, hau raus. Friedensabkommen für 1500, machen wir. Da hätte ich handeln können. Mhm. Aber 1500 kann ich derzeit einfach nicht entbehren und mir verkacken. Ja, die sind reich und irgendwie
Irgendwie sind die böse Bastarden. So, jetzt wird hier Rippengrad belagert. Ja gut, das Düsterberg, das wundert mich nicht. Aber Düsterberg müsste eine richtige Feste sein mit einer Mauer. Da kann er sich schnell nichts machen. Was haben wir da in Garnison? Ist nicht so viel. Ist weniger als er hat, aber sollte reichen. So, jetzt zieht dran. Die kriegen wir noch, die kriegen wir dann noch weg. So, wo kann ich... Ups, komm mal her, hier was bauen. Stufe 3. Ja, Stufe 3 ist cool. Stufe 3 ist schon nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, wo ich das hinsetze. Die kleinere Region? Oder die große? Weil die große hat eigentlich schon eine Mauer. Stufe 3 bringt auch keine Mauern, aber halt ein bisschen mehr Garnison. Mhm. Naja, gar nicht so viel mehr. Lohnt sich kaum. Gucken wir mal bei meiner Hauptprovinz. Ja, hier sieht Stufe 3 schon geil aus. Das ist irgendwie scheinbar ein anderes Gebäude in meiner Hauptprovinz, das Hauptgebäude, als es hier wäre. Das ist ja auch. Das kriegt man auch einen Punkt. Du hast auch so zum Teil Unterschiede. Ich kann zum Beispiel normalerweise überall nur Felder bauen, aber in einer, in Grünburg, kann ich, warum auch immer, einfach Viehherden bauen. Okay. Ohne Sinn, ja. Ja, natürlich. Sehr schön, so, dann bist du auch schon... Nein! Oh Gott, die Diplomatie! Oh Gott! Irgendwann schaffst du es schon. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Nächste Runde mache ich das als allererstes. Glaubst du? So, dann kriegt jetzt auch meine Hauptstadt endlich die Stufe 3 Gebäude. Da habe ich jetzt auch angefangen. In Altdorf. Leider gibt es da nicht viel mehr als das. Dafür kann ich echt kaum irgendwo noch was bauen. Hier so ein Hafen, ja? Sieht ja auch nicht schlecht aus. Der Hafen ist cool. Der Hafen bringt mir jetzt in der ersten Variante schon 200 mehr und Wachstum plus 10. Aber auf der höchsten Stufe 800 Einkommen. Was machst du jetzt, Brutto Netto? Ein finanzieller Schwanzvergleich. 4, 8, 1, 2. Hm, das ist gut aufgeholt. Ich mach 5, 1 und 1, 2. Tittop, tittop. Ja, ich bräuchte trotzdem mehr. Viel mehr. Und viel, viel mehr. Ich kann hier noch so viel Geld reinstecken. Also, ja, ich bin eigentlich immer noch ziemlich arm. Ich kann wieder forschen. Okay. Nehmen wir uns die Botschaft der Zwerge. Mehr Diplomatie. Ja, ich glaube, ich gehe hier ein bisschen noch auf Diplomatie. So, ja. Und da gehe ich jetzt auch gleich mal rein. Wem wollen wir denn alles reden? Mit den Zwergen reichen. Gucken wir mal, was wir hier so noch machen können. Unseren direkten Nachbarn. Ein Schutzbündnis wollen sie nicht mehr. Naja gut, wir haben das militärische Bündnis mit ihnen gebrochen, weil wir nicht mit in den Krieg ziehen wollten. Ich kann es verstehen. So, ihr kriegt nicht Angriffspakt. Abgelehnt. Okay. Ich bin irgendwie bei manchen Zwergen unbeliebt geworden. Ja gut, es gibt Menschen, die mögen mich hier auch nicht. Also da scheint es ja eh so ein bisschen hin und her zu gehen. Ja, es liegt bei mir auch zum Teil an der Konföderation, aber einfach an meiner großen Macht. Ja. So, nochmal nicht angespackt. Von Handel gar nicht erst zu reden. Hier kann ich gar nicht handeln. Guck mal, beim nächsten nicht angespackt. Militärischen Zugang können wir vielleicht noch erwirken. Auch nicht. Na gut. Ich komme mit den Zwergen nicht weiter. Ich kann kaum handeln. Das ist echt traurig. Ich mache dafür wenig mit meinen Handelsverträgen. Ich könnte mit den Vampirfürsten handeln. Also ich habe mittlerweile aber super viele. 1, 2, 3, 4, 5 Leute habe ich als Handler. Dabei. Ich mache 324 plus. Hey, ich hab nicht viele Handelspartner. Aber meine Ressourcen scheinen auch nicht geil dabei zu sein. Mit Sturland bestehe ich noch ganz gut. Was können wir denn hier machen? Militärischen Zugang. Er macht's klar. Das glaube ich mir aber. Das ist schlimm, jetzt rede ich hier schon mit Menschen, weil ich mich mit ihnen besser verstehe als mit Zwergen. Ja, vielleicht durch das Bündnis mit mir, ne? Das wirst du wahrscheinlich auf Dauer so einen gewissen Bonus kriegen. Das kann gut sein. So, das war es auch schon. Kein Handel. Kennt man einen Mensch, kennt man sie alle. Ja, ihr seht doch alle gleich aus. Ihr Menschen. So. Richtig, richtig cool. Um was zu kaufen habe ich auch noch nicht. Ja, hier können wir ein bisschen aufrüsten. Hier sind sie irgendwie negativ drauf, ist ja auch nicht schön. Machen wir auch lieber nichts. Aber hier kann ich jetzt in den Angriff übergehen. So, was nehmen wir denn hier?
keine Stellung. Und Randa. Ja, keine Chance, keine Chance. Wollen wir eine 90 zu 10 Schlacht spielen? 90 zu 10? Ja, würde ich sagen. Ach, Quatsch. Geht dann ja nicht so. Das sind auch nur wieder laienhafte Goblins. Cool aussieht, ne? Ich sehe da immerhin Ork-Jungs, ne? Ja, lass doch die mal zocken. Da haben wir wieder eine kleine Schlacht mit dabei. Ich meine, daran fehlt es doch momentan sogar echt ein bisschen. Ja. Momentan ist es irgendwie ein bisschen friedlicher eher. Jetzt sind wir arm, aber friedlich. So geht das ja nicht. Naja, ich will mir noch meine eine Provinz vervollständigen, indem ich mir eine Siedlung wiederhole. Das muss ich auch tun, um den Groll zu streichen. Also, ich bin noch nicht im Frieden angekommen. Ja, ich irgendwie schon. So, Nahfernkampf, das ist ja eigentlich die Frage. Die sind zahlreich. Nimm einfach die erste Armee und ich nehme die, die du als Verstärkung hast. Das ist eigentlich besser, wenn du die erste nimmst, weil muss ich die nicht einzeln drüber reichen. Ja, die kommen relativ schnell nach, können wir aber trotzdem so machen. Dann gib mir die komplette, genau. Jo. Kannst du dich eher zu mir bewegen? Mach ich auch. Ich werde den Wald hier versuchen zu verteidigen. Du kannst noch näher rankommen, guck mal. Ich werde mich hier hinstellen. Ja, aber du kommst weiter in die Ecke, dann sind wir ja, schon hier beisammen. Hier ist doch ein witziger Bogen. Na guck mal, wenn du hier so bist, dann komme ich direkt daran und machen wir hier so. Wenn ich mich hier hinstelle, müsstest du es auch noch recht gut schaffen. Du hast ja gar keinen weiten Weg. Ja, aber er hat Reiter, ne? Er ist flinker bei dir. Ah gut, hier komme ich dann so hin. Alles klar, hat der einen Katapult oder sowas? Wir werden es rauskriegen. Ich schau mal rauf, ich müsste es ja sehen. Ich meine, wir wurden recht gut gerankt, insofern sollten wir es wahrscheinlich schon gut hinkriegen. Ja, er hat eine Goblin-Schleuder. Goblin-Schleuder ist witzig. Da verschießt der Goblins. Also tatsächlich, wie es der Name auch suggeriert. Genau. Die sind dann, hängen dann so an so kleinen Flügelchen und dann schreien die so blöd dabei. Ist eigentlich ganz witzig. Wenn das dann nachher mal benutzt, müssen wir uns das auf jeden Fall anschauen. Vielleicht müssen wir angreifen, ne? Du greifst an? Ja. Nee, dann könnt. Er bewegt sich auch nicht. Naja, siehste, da ist auch sowieso alles gut. Okay, dann positioniere ich einfach mal rechte Flanke. Hier so. Ich würde sagen, wir laufen getrennt. Na gut. Warum denn nicht? Du bewegst dich so lang am besten. Oh, jetzt ist es abgedriftet. So. Und ich laufe direkt drauf zu. In der Hoffnung, dass wir zumindest an einem Teil hier die ein bisschen keilen können. Alles klärchen? Machen wir. Wir ziehen das voll durch, Mann. Dachte ich mir schon. Hast du einen Katapult oder so? Ich nicht, ne. Das heißt nur, er hat seine Schleuder. Genau. Also werden wir auch gleich in Action sehen. Wo hat er sie denn stehen? Ich sehe die gar nicht, die Schleuder. Ich kann sie markieren hier. Ah. Jetzt sieht man hier die nicht gut, weil ich da rumgemalt habe. Ja, ja, aber ich sehe sie schon, ist okay. Ja, also ich ziehe jetzt einfach ran. Ich würde sagen, ich volle Kanne drauf, heißt die Taktik. Spuck mal ruhig ein bisschen. Alles klar, ich mache mal doppelt. Sind ja noch recht weit weg. Ach komm, vierfach. Oh, die sind verschwendabel. Naja, bis sich was bewegt, dann. Ja, würde ich auch sagen. Gezuckt. Bis sie darauf reagieren. So, ihre Schleuder wird jetzt in Position gebracht. Okay, sie reagieren drauf. Okay. Alles klar. Mach schön weiter. Let the vengeance begin. Ach, die Sprüche sind schon cool. So. Ich müsste bald in Schussreichweite sein. Ich bin auch bald in Schussreichweite. Versuch dich wirklich eher nach rechts und nicht gern seine Zentren zu orientieren. Also wirklich versuch mal noch weiter nach Nord und noch weiter hinlang zu kommen erstmal. Jetzt greift er mich an, also jetzt geht doch nah ran. Okay, dann nehme ich eine Defensivposition ein und du fällst ihm in die Seite, alles klar? Jo. Er kommt auch zu mir. Ja, soll er. Wenn er nach vorne kommt, ist er perfekt, dann können wir ihn keilen. Ich bleib ansonsten jetzt passiv. Ach, der hat keine Chance, glaube ich. Ja, irgendwie nicht so richtig. Aber er fällt auch komplett drauf rein bis jetzt. Ja, die ersten wanken da schön bei ihm. Die haben auch einfach echt eine Drecksmoral, diese Goblins.
Also ja, Goblin Voice. Wir haben auch meinen schon, unsere Eisen meinen schon Krieger, ne? Ja, trotzdem. Ich meine, das ist schon echt bitter. Okay, ich geh ran. Vengeance! Das ist so geil. So geil, wie sie einfach hier mit ihren, die ganze Zeit mit ihren Rachegelüsten durch die Herren streifen, das ist schon geil. Die zählt echt nichts anderes. Ich hole erst meinen verdammten Katapult hier weg. Keine Chance. Mach, versuch's auf jeden Fall. Kann ein General irgendwas Tolles? Nee. Ich glaube nicht, nee. Kavallerie kommt zu dir, siehst du, ne? Fällt dir in die Seite. Okay, das läuft, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man es sich genau anschaut. Das wäre schon ganz ordentlich Fell. Das ist halt auch gut auf. Mein Kommandant wird angegriffen, ja. Aber der kann. Obwohl, der hält gar nicht so viel aus, wie ich sehe. Das ist nicht so der Endbringer. Ich weiß es gar nicht genau. Ich ziehe mal zurück. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Der kann eh jetzt nichts Geiles machen. Insofern gönnen wir eben ruhig den Feiglingspunkt hinter dem Bogenschütz. It is a reckoning. Oh, jetzt wird er aber angegriffen. Ah, es müsste trotzdem klappen. Ach, die Schützen hier sind geil. Ey, du hast jetzt ja auch schon richtige Schützen. Naja, die habe ich dank meiner Burg dort in der Nähe. Die habe ich selber noch nicht. Ach so. Ah, ich verstehe. Ich wollte schon sagen. Ah, gelaufen, gelaufen. Die hauen alle rein. Sick. Au. Oh. Ja, easy, ne? Easy, würde ich sagen. Ja. Ja gut, aber das Verhältnis stand auch klar für uns, zu uns. Ja, also, ich meine, dafür haben wir sogar immer noch knapp 100 verloren. Aber trotzdem, ich meine, so direkt, wenn man es mal vergleicht, wenn die so gegeneinander gekämpft haben, scheinen die Goblins echt so die letzten Luschen zu sein. Ja, oder meine Zwerge. Oder meine Zwerge sind echt harte Binger. Das glaube ich nicht. Ach Mann, komm, das hättest du jetzt einfach mal so stehen lassen können, weißt du? Ach, die sind, glaube ich, also schon echt ganz kräftig. So, ich werde sie natürlich alle hinrichten. Ich muss extra Geld haben. So, ich habe eine Rune erhalten, die Rune der Unbeirrbarkeit. Zwerge sind stur, die Rune der Unbeirrbarkeit verstärkt dies noch weiter. Gut, was kriegen wir da für eine Fähigkeit? Unerschütterlich. 25 Sekunden, wie auch immer. Weißt du, was auch unerschütterlich ist? Die Rundenzeit. Ich dachte es mir schon fast. Na gut, Leute, dann vielen Dank fürs Reinschalten. Und dann bis zum nächsten Mal.